Eine ziemlich normale Wandleuchte. Ja gut, Terrormarkt? Ich zittere schon. Warte, oh, Terrarmarkt. Der Terrarmarkt hat unter anderem eine Auswahl an Landwirtschafts- und Gartenprodukten. Sie werden... Ich zittere schon mal. Ja, okay, ich hoffe, sie verkaufen sprudelnde Limos. Dunkler Beton, speziell für... Ein Feuerlöscher, hoffentlich brauche ich ihn nicht. Okay, mir wurde ja gesagt, grüne Sachen sind interessant. Das heißt... Oh! Diese seltsame Amphibie kauft schöne Einrichtungen. Dieses Möbelgeschäft bietet eine große Auswahl an exotischen Stücken aus dem ganzen Universum zum Verkauf an und wird regelmäßig neu beliefert. Es werden ebenfalls Kolonisierungs-irgendwas. Wenn dieser Stand erstmal für das Gewerbe geöffnet ist, wirst du hier eigene Schilder herstellen. Wahnsinn, eigene Schilder. Das ist ja der Hammer. Mit dieser Konsole kannst du Techs ausrüsten, die deine Schnelligkeit und Ausdauer stark verbessern können. Ich könnte allgemein mal schauen. Bären mit einem Laden, wie wunderbar. Ich könnte gleich mal schauen, ob ich dem da seine 20 Kupferbarren oder was der haben will, geben kann, damit ich diesen Sprungkram machen kann. Dicker Wandtyp, der an... Oh, hi. Hey there, friendo. I'm Dr. Akagi. And I deal in robots, so I have this experimental modular space mesh. I need of a test drive, and my usual pilots are indisposed. Could you do me a favor and fly it through my test course? Just talk to me when you're ready to... Na, das mache ich doch. Huch. Das, Ready! Okay. Heilige Scheiße. You are now suspended in a zero... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was genau? Ah. Ich kann es anscheinend... Ah. Okay, da komme ich irgendwie nicht durch. Komme ich jetzt da durch? Ja. Your mesh switches to a ground movement configuration when I'm gravity. Oh fuck. Ich kann auch. Okay. Okay. Ach du heilige Scheiße. Okay.
Ah! Flieg doch einfach dadurch, genau. Das war ein geiler Schuss. Geiler Scheiß. Ja, anscheinend habe ich den... Anscheinend habe ich den Kurs gemanagt. Jetzt muss ich da wieder hin und mit dem sprechen, nehme ich an. Pinguin Pete kann und will ich gerade noch nichts anfangen. Was mit ihm hier? You made it back. That's not surprise in my voice. It's elation. As a reward, I can give you enough spare mesh components for your two... for you to deploy your own mech for space travel. Head over to that mech assembly station to customize it. I'm working on a shiny new mech weapon, but I need some help gathering some pieces. If you could go into space and find me 5 salvaged interface chips and 10 salvaged power couplings, I think that will be enough to finish it. Gut, ready to deploy. Okay, und wie wird er deployed? Wird er hier deployed? Okay, und wie wird er jetzt gebaut? Hier? Prototype open. Ja, sag mal, habe ich die Scheiße jetzt hier oder? Geil. Was habe ich bekommen? Nobody knows. Manipulator-Modul. Ah, okay. Hier steht doch ready to deploy. Warum? Ich verstehe das nicht. Wieso baut er den denn jetzt nicht? Zehn Silberbarren. Da brauche ich diese Teile. Working on a shiny new mech weapon, but I need some help gathering some pieces if you could go. Bevor du lossaust, werde ich dir noch... okay, ich muss also... hier erstmal noch... Der Barkeeper im Bay Big Easy wird sicher gerne all deine Diamanten im Tausch gegen Pinguin-Dublonen annehmen, welches bei seinem Söldner-Klientel sehr gefragt ist.
Ja, jetzt müsste ich ja mal allmählich alles gesehen haben, was grün ist, oder? Ich möchte gerne Folgequest. Ah, irgendwas fehlt jetzt noch. Eine Kleinigkeit. Du kannst diesem Geschäft eigene Teleporter kaufen. Extrem nützliche Dinger. Okay. Schließt unsere heutigen Tour dann mal ab. Suche mich auf, wenn du bereit bist. Ja, bin ich. Manchmal bin ich ja schon ein bisschen verwirrt. Und dann hole ich gleich noch die Kupferbarren. Ausgezeichnete Arbeit. Es mag zwar trivial erscheinen, aber das Scannen ist eine unentbehrliche Fähigkeit, die eine zentrale Rolle bei unserer Suche nach den Artefakten einnehmen wird. Jetzt, wo du dich mit dem Untersuchen vertraut gemacht hast, müssen wir diese Artefakte finden. Ja, die Floraner kommen zuerst. Ihre Kolonien werden wichtige Hinweise auf den Aufenthaltsort geben. Floraner leben heutzutage überall, aber bevorzugen noch immer die dichten Wälder, die man auf Planeten findet, die um sanfte Sterne kreisen. Viel Glück und danke, oder was?